Naja, nur so halb. Ich kann nur noch hier rüber. Ach ja. Ich muss unbedingt. Hey! Verdammt. Doch einen Rückweg verbaut. Ich muss unbedingt noch Kürbisse finden, damit ich die. Nein! Verdammt! Ich wollte doch nur. Oh Gott. So, jetzt bin ich nicht in Sicherheit, aber. Oh, jetzt muss ich mich wieder hier hochgraben. Wieder hochspringen. Also muss ich nicht, mache ich aber. So, jetzt sehen wir mal hier das ganze Ausmaß von diesem Baum. Gucken wir mal von hier aus, ob man da was sieht. Ja, das kann man. Ah, da ist der Enderman, den ich gehört hatte. Wie kann man den noch mal. Oh, Mist. Jetzt will der mich angreifen. Ich hoffe, der kommt hier nicht. Uah. Verflucht, wo ist der? Der. Müsste hier irgendwo in der Nähe sein, weil. Ach ja, da unten. Puh, der kommt hier nicht hoch, zum Glück. Wenn ich jetzt nah genug an ihn rankommen würde. Hätte ich schon meinen ersten Enderman besiegt, wenn der so lange überlebt. Bin ich hier zu weit unten? Ah. So, jetzt kann ich den nämlich hier aus der Position hauen. Was die für lustige Sounds machen. Ja, komm, beweg dich. So. Dann hätte ich jetzt schon mal meinen ersten Enderman besiegt. Ich mag die Enderman nämlich nicht, weil die Steine klauen. Das ist immer so lästig, wenn man dann so Hütten baut aus Materialien, wo die den, wo die das eben klauen können. Ach, komm schon. Stirb doch nicht. Und wir haben eine Enderperle. Das ist noch ein bisschen Erde. Also wie es aussieht, ist es zart geworden. Aber ich traue dem Ganzen nicht so, weil normal bei Regen überleben die Zombies ja auch den Tag. Und da es ja jetzt geschneit hat, was ja Regen nur im Winterbiom ist. Oder Schneebiom oder wie auch immer. Könnte es sein, dass die durch den Schnee überlebt haben. Einfach weil der es auch dunkel macht. So, jetzt müsste sich hier das eigentlich ziemlich alles auflösen. Und ja, das müsste ich jetzt eigentlich auflösen. So mit der Zeit. Dann fange ich mal an, hier oben das Holz wegzuklopfen. Dann kann ich mir dann meine ersten Werkzeuge machen. Dann mache ich mir auch dann direkt Steinwerkzeuge, weil die eben an sich besser arbeiten und auch länger halten. Und auch am einfachsten zu beschaffen sind. Ja, genau. Ich kenne gerade kein Lied, was dazu passt. Also ich habe eins im Ohr mit irgendwas von wegen. Irgendwas, die Lust, die fröhlichen Holzhacker bohren oder so. Mir fällt es gerade nicht ein. Wäre auf jeden Fall passend. Im Moment. Okay, die Spinnen dürften friedlich sein.
So. Jetzt müssen wir nur noch den Rest von dem Holz wegkloppen. Was so ewig dauert ohne Werkzeug, dass es schon richtig nervig ist. So. Jetzt die Seite schon mal weg. Jetzt kommen noch hier die paar Klötzchen dran. Und dann gibt es auch schon mal die erste Tür für mein Haus, mein Hütchen oder wie man es auch immer nennen will, damit da keiner reinkommt. Ganz besonders nicht irgendwelche Creeper oder Endermen oder auch Skelette und nee, Spinnen können ja sowieso nicht rein bei dem schmalen Eingang. Ich hoffe, es hat sich niemand reingeschlichen. Ja, das wäre nämlich total blöd. Das ist nämlich immer richtig blöd, wenn dann irgendwas in deiner Wohnung auf dich wartet und dann über dich herfällt, wenn du gerade die Tür reinkommst. Das ist immer ziemlich nervig. Vor allem, wenn dann ein explosiver Herr da rumläuft und dann Spaß dran hat, dich mit einem Zischen zu begrüßen und anstatt dir die Hand zu geben, direkt in die Luft fliegt. Das ist dann eben nicht so lustig. Und es ist auch nervig, weil dann die ganze Wohnung gleich kaputt ist. Oh, noch eine Höhle. Oder ist das die Höhle von... Genau, das ist die Höhle, die zu meiner Höhle gehört. Also das ist meine Höhle in sich. Ja, ich laber wieder Blödsinn. Ja, mal sehen, ob hier was drin ist. Da ist nichts, hier ist nichts. Mach ich die Geräusche oder irgendwas über mir? Komisch, komisch, komisch. Da schwebt noch ein Block. Ist das Musik? Ja, das ist Musik. Die Musik lässt aber auch ganz schön auf sich warten jedes Mal. So, und jetzt bauen wir uns den ersten. Ach nee. Okay, dann bauen wir uns eben jetzt den ersten Crafting Table, also die erste Werkbank. Ich habe das ja jetzt auf Deutsch, das Ganze. Und daraus bauen wir uns jetzt, damit bauen wir uns jetzt die erste Spitzhacke. Damit wir jetzt ein bisschen Stein weghauen können, um das Ganze hier ein bisschen zu verschönern. Sehen, ob, ja, das hatte ich erwartet. Zum Glück habe ich noch ein bisschen Erde dabei. Dann können wir das Loch gerade auffüllen. Auffüllen. So. Alles klar. So, jetzt haben wir den. Ah, überdreht. Jetzt haben wir den. Okay, das war ein komischer Sound. Irgendwie so höhlenmäßig. Mal sehen. Mir muss ich vielleicht da unten ein Stück weiter ausbauen. Und dann kommt dann irgendwie raus, dass noch eine viel größere Höhle drunter liegt oder direkt neben dran. Ach stimmt, ich wollte ja eine Tür machen. Tada! Die erste Tür. Und die setze ich so rum ein. Das mache ich irgendwie aus Prinzip so. Okay, wir haben ja jetzt eine Hacke. Dann können wir uns auch Kohle holen gehen, die hier unter unseren Füßen irgendwo ruht, damit wir uns dann die erste Fackel machen können. Wo ist die Kohle? Da hinten habe ich was gesehen. Ja, genau. Ah, Fackeln werden so hilfreich. Nein,